Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wir kämpfen hier gerade noch gegen ein paar Skiver, die hier irgendwie gerade mal so ein bisschen zufällig rumstanden. Ich habe gerade noch ein paar Questbelohnungen von der letzten Quest gekriegt. Und wir müssen nämlich noch den letzten Teil unserer Hauptquest hier erledigen, der nämlich darauf besteht, hier irgendwelche komischen Eckfragmente zu holen. So richtig, was ich eigentlich machen soll, weiß ich nicht. Ich habe immer noch zwei Fähigkeitspunkte frei, würde ich. Oh, vielleicht Persistenz? Wirkt auf von Fertigkeiten. Ach komm hier, dunkle Magie benutze ich eigentlich doch relativ. Ihr habt deine passive Fähigkeiten erhalten? Ja, wie jetzt? Das weiß ich doch schon. Also wie habe ich das Gefühl, dass das Tutorial manchmal ein bisschen irgendwie das hier mal nicht anschafft. So, ich bin leider nicht gelevelt. Wenn wir immer noch für Level 20 dichttausend Erfahrungspunkte finden. Wo muss ich ihn jetzt endlich genau hin? Kann ich da schon. Ne, ich kann eigentlich nicht schnell reisen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Also ich soll auf jeden Fall uralte. Ist das überhaupt die richtige Quest? Ja, Rest anderen Spiel. Nö, das ist scheinbar meine Hauptquest. Die ist auch dunkelorange. Also in Worten wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Herzlichen Glückwunsch aber auch dafür. Ich soll scheinbar irgendwelche lustigen Fragmente suchen. Also das sehe ich übrigens noch nicht, dass ich das mache, aber ich versuchen kann man es ja mal. Was denn nach der Fürst? Was für ein Zeichen habe ich eigentlich aktuell gerade schon wieder drin? Welche Taste war das C? Der Magier. Gut. Maximales Magicka. Ist eigentlich nicht schlecht. Also gerade für Kämpfe brauche ich ja meistens immer relativ viel Mana. Logischerweise, aber. Ich habe auf jeden Fall den Fürsten entdeckt. Ist ja schön. Merken wir uns, wo er ist. Vielleicht brauchen wir nochmal. Aber es müsste die Steine ja sowieso eigentlich mehrfach geben. Überlebe ich das? Ja, tue ich. Ich sollte bloß kurz warten, bis ich Lebenspunkte regeneriert habe, bevor ich den nächsten Sprung mache. Ach, guck mal. Eine versunkene Altmiri-Ruine. Schön, eigentlich. Also gerade aus der Entfernung sehen die Gebäude immer meistens recht hübsch aus. Oh, fuck. Auch wenn der unscharfe Hintergrund, das ist, glaube ich... Sind das Texturen? Ja, ich glaube, es sind Texturen. Beziehungsweise, die haben irgendwie die Tricks. Das ist erstens richtige 3D-Objekte, die dann wahrscheinlich in Texturen übergehen. So, mal sieht, bin ich aber sehr gespannt. Ist das Fragmente sammeln jetzt wirklich so einfach, wie ich mir das vorstelle? Oder kommen mir gleich welche Viecher aus dem Boden gesprungen? Ein Fragment. Okay. Gut, es ist scheinbar wirklich so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Außer ein paar Level 22 Schlammkrabben habe ich hier nicht viel zu befürchten. Oh, ein Sky Shard. Na bitte. Hey, danke Blutdorn Garni. Vom... Wer auch immer Garni ist. Also Garni scheint hier gerade super toll, das Minion zu vertreten. Also, warum auch immer. Also, herzlichen Dank dafür aber auch. Danke Garni, machst das klasse. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als irgendwelche komischen, wertlosen Artefakte zu kriegen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was sie mir bringen. Aber herzlichen Dank auch dafür. Garni. Garni ist der Beste. Oder die Beste. Der Beste wahrscheinlich. Wenn man so mal die Statistiken ansieht. Vor der Quest hatte ich die ganze Zeit Angst. Die ist doch super einfach, oder? Also ich weiß ja noch nicht mal richtig, was ich hier mache. Ich habe auch schon mal komplett inhaltlich vergessen. Warum zur Hölle ich eigentlich hier Fragmente sammle. Also, ich weiß nicht, wohin ich eigentlich will mit meiner lustigen Reise. Also ich weiß auch nicht, was rauskommt, wenn ich 4 Fragmente habe. Das ist dann sehr schön aus, wie dieser Tempel hier so schräg versunken ist. Also, ne, war ja kein Tempel, das sind ja eher Gebäude. Obwohl es einer der wenigen... Das ist eigentlich einer der wenigen Gebäude von den Alleiden, die tatsächlich auf der Oberfläche sind. Weil meiste Alleiden-Gebäude bestehen ja immer so aus... Fünf Fischgrund benötigt, habe ich leider nicht. Das besteht ja immer, du hast das ganze Zeug, hast du immer unter der Erde. Und prinzipiell sind die Ruinen so ungefähr 50 cm hoch. Mehr steht ja von so einem Gebäude nicht mehr rum. Und hier im Wasser, weil nicht noch ein bisschen Sturm ist und Zeug, da steht ja auf einmal hier, na, ist relativ viel von den Gebäuden da, sage ich mal. Aber ich das hier sehe, dieses blaue Schwimmen am Wasser, wenn ich wieder an die heißen Sommertage denke, das wäre jetzt klasse. Vor allem sieht das hier richtig dolle warm aus. Ja. Wo ist jetzt immer näher? Wo ist denn der? Ist der? Steht der am besten direkt an der Küste? Natürlich nicht. Ach ja, der ist wieder an diesem Lust, an den Reliquar der Sterne. Nee, Reliquar der Sterne. Das ist Kletterwurzkaramine. Ach, ich mal sammle den ganzen Mist gerade für jemanden anders. Das ist eine andere Quest, die ich gerade mache, oder? Der Herrschaft würdig, sprechen mit Meliras. Na gut, das liegt mehr oder weniger auf dem Weg. Kann ich hier irgendwie abkürzen? Na gut, den Felsen komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Also kann ich hier überhaupt nicht abkürzen. So eine schweren... Ja, ich glaube, in der Kettenrüstung zu schwimmen, ich weiß nicht lange, ist, glaube ich, gar nicht so dolle möglich. Also ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass das gut möglich ist, in so einer Kettenrüstung große Strecken zu schwimmen. Hätte ich mal hier die Schlammkraben-Quest gemacht, da hätte ich definitiv mehr von gehabt. Da hätte ich mich zu dem Zirkus gleich schön alles in einen Abwasch machen können. Aber nein, ich muss ja noch in eine extra Küste gehen, weil ich dachte, so ein kleines Gebäude da hat noch jede Menge zu bieten. Aber nö. Warum sollte es auch? Ja, und was haben wir hier noch Schönes? Monomythos, der Mythos der Aurobis? Der Lohn der Tütik war ein Versuch von Artemis. Ja, ja. Nur zwei Seiten, liest ihr das vor? Nee, eigentlich nicht. Also, wenn ihr es jetzt gelesen habt, das ist gut für euch. Ich lese es jetzt nicht vor. Ich lese ja ab und zu gerne mal ein Buch vor, aber man muss das ja nicht übertreiben. Nicht wahr? Ach ja.
mal so wie... Oh, warte, Hochordinator Danis. Die Ordinatoren müssten eigentlich was von der Kirche gewesen sein, oder? Oder? Tatsächlich. Ihr seid also gekommen. Ihre Vision erweist sich als wahr. Die kommen die nicht aus Morrowind, die Ordinatoren? Zumindest kommen wir da gerade... Haltet still und hört mich an. Dominion, Pakt, Bündnis. Ihr seid wie Schulkinder, die sich um Murmeln streiten, während die Welt um euch in Flammen steht. Ja, wer zur Hölle bist du? Ich bin ein untertänigster Diener der gesegneten Gottheit Almalexia. In ihrer göttlichen Weisheit hat sie euer Erscheinen vorhergesehen, wie in einem Traum. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Das macht uns zwar nicht zu Freunden, doch es macht uns zu Verbündeten. Mhm. Ach, Blutdorn Silas, Dunkeldorn vom Dolchschussbündnis hat die... Ach, diese blutige Schriftrolle. Wie war das? The enemy of my enemy is my enemy, no more, no less? Ja, ein gemeinsamer Feind. Der Fürst der Intrigen, der Ernter der Seelen, zwingt mich nicht, seinen Namen auszusprechen. Einer seiner dunklen Anker ist auf die Ruinen dessen niedergegangen, was einst die Stadt Gilvartal war. Jene, die vor euch kamen, um ihn zu vernichten, sind verschwunden. Wir müssten sie finden. Aha. Almalexia ist übrigens, muss ich das jetzt kurz ausführen? Gab damals so eine komische Schlacht am Roten Berg, das hat was mit den Zwergen zu tun, die sind nämlich alle verschwunden, da ziemlich im Moment. Da der Nevarino und seinen besten Kumpel Zotazil, der Vivek und halt Almalexia, die sind da halt los und sind da losgezogen und haben da ein bisschen Zeug gemacht. Der Nevarino ist zwischendurch ein bisschen weggestorben. Aber Almalexia war übrigens die Frau vom Nevarino, hat sich dann aber Zotazil genommen oder Vivek? Ich glaube Vivek. Ja, und auf jeden Fall haben die dann am Roten Berg entdeckt, eine Möglichkeit zur Gottheit aufzusteigen, zumindest solange das Herz von Lorcan da doof rumliegt. Was halt im Roten Berg war und hier Wunak Baal, den mag ich auch nicht. Gut, zum Wohle Tamriels werden wir unsere Streitigkeiten beiseite legen. Wir müssen wissen, was hier geschehen ist. Die Überlebenden der Gruppe, die den dunklen Anker zerstören sollte, werden es am besten wissen. Wir müssen uns aufteilen und suchen. Ja, yeah, Moment mal, jetzt erzähl mir erstmal ein bisschen was über Almalexia zum Beispiel. Und dann muss ich das nämlich nicht machen, bevor ich hier mich großartig ausführe und versuche, mein Wissen zusammenzuklauen, ist, glaube ich, das hier einfacher. Sie ist unsere barmherzige, heilende Mutter. Eine erhabene Gottheit des Tribunals von Morrowind, der zu dienen ich geschworen habe. Obgleich sie mit dem Krieg beschäftigt ist, der weiter wütet, erstreckt sich ihr Mitgefühl dennoch auf alle, wann immer der elende Fürst der Intrigen sein Haupt erhebt. Da fällt mir übrigens gerade ein, ich weiß gar nicht, waren das Shima? Ich glaube, die sind alle vier Shima gewesen. Also das sind keine Dunkelelfen, die Dunkelelfen-Gottheiten, also Almalexia und bla bla bla. Das sind sie, die sehen ein bisschen anders aus, weil ich weiß zumindest, dass man zumindest Almalexia auch nochmal sehen kann. Also falls wir da irgendwann mal vorbeikommen sollten nach... Also sie wohnt nicht auf Morrowind, sondern in Vardenfell. Moment halt. Sie wohnt in Morrowind, aber nicht in Vardenfell, weil halt auf dem Festland, was Morrowind abdeckt, wohnt Almalexia in der Stadt Gramfeste. Keine Ahnung, wie sie jetzt heißt. Auf jeden Fall, da kommen wir auf jeden Fall hin, weil ich habe so einen Screenshot davon mal gesehen. Ja, du hast ja genau das da. Meine Göttin verfügt über viele Gaben und nicht die geringste darunter ist ihre Weitsicht. Sie hat vorhergesehen, dass ihr eine entscheidende Rolle in den Geschehnissen spielt, die sich hier zutragen müssen und dass euer Hass auf den Fürsten der Intrigen fast so heiß lodert wie der ihre. Naja, lodern ohne Seele ist immer ein bisschen schwierig, aber was sind das eigentlich für Leute, die wir hier suchen? Verbündete, die Almalexia angeworben hat, um mich beim Kampf gegen den Ernter der Seelen zu unterstützen. Sie wurden aus den Reihen der besten Krieger ganz Tamriels ausgewählt. Sie alle haben bereits die Zerstörung von dunklen Ankern miterlebt, was ihr Verschwinden nur noch bedenklicher macht. Also andere Spieler. Ja, da erzähl mal was über Gilvartal, was auch immer das sein mag. Das ist wahrscheinlich der Ort, aber mehr weiß ich leider auch nicht. Vielleicht habt ihr dieses Lied in den Tavernen gehört. Oh Gilvartal, dein Name ist Verwüstung auf meinen Lippen. Einst wuchs und gedieh hier eine Waldelfenstadt, voller Leben und Musik, bis er kam. Wer? Murak Baal wahrscheinlich? Der Ernter der Seelen holte sie sich und fuhr wahrlich jede letzte Seele ein. Almalexia sah, wie sich dieses Grauen zutrug, doch sie konnte nichts dagegen tun. Aber ihre Erinnerung reicht weit zurück und ihr Mitgefühl brennt heller als die Sonne. Sie entsandte eine Gruppe von uns, um den dunklen Anker hier zu zerstören. Beachtenswert ist halt, wir sind jetzt halt noch 800 Jahre oder 500 Jahre vor der Zeit, bevor Almalexia komplett wahnsinnig wird. Ah nee, warte mal, das ist gar nicht wahr, das sind nur 300 Jahre. Noch 300 Jahre und Almalexia wird wahnsinnig. Aber bis dahin ist sie wahrscheinlich super.
Weil die war ja tatsächlich immer barmherzig, bis er halt ein bisschen durchgedreht ist und so, dass sie getötet hat und alle anderen auch. Bis dahin, ja, gut, ja, teilen wir uns auf. Oh, ja, gut, ich muss unsere jetzt hier... Unsere Chancen, sie zu finden, verbessern sich, wenn wir uns aufteilen und verschiedene Gebiete haben. Ja, tschüss. Ja, Such noch Überlebenden? Ja, gut, machen wir das mal. Wo muss ich dafür hin? Da vorne? Ich möchte aber erstmal die Skelette umhauen. Skelettverwüster. Rennt hier schon wieder der Wurmkult rum? Also ich wurde mal stark vermutet, es handelt sich wieder um den Wurmkult. Dum, 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 dum. Ha! Das block ich weg! Ohne großartige Probleme! Uhahaha! Hui! Na bitte! Gut, dass ich mittlerweile Fähigkeiten erweiterter Kampftaktik habe. Warte, ich habe... Was habe ich denn da gerade gefunden? Das sieht aus wie ein Schlüssel. Ein Eichenheilungsstab des Frostes. Aha. Ist immer in Blau, muss man dazu sagen. Aber es ist halt ein Heilungsstab. Oh, ich höre Nurmwurz. Aber ich möchte Nurmwurz eigentlich gar nicht haben. So, rennen jetzt hier noch andere Spieler rum? Was ist denn das hier Lustiges? Ach, Wurmkult-Nekromanten. Ja, ja. Das würde zumindest die ganzen Skeletter erklären, die hier rumlaufen. Aha, das sieht hier ganz schön spooky aus. Oh. Oh. Das sind wahrscheinlich die gefallenen Recken. Ich denke mal, mit den Steinen darf ich auch noch was Tolles machen. Das sieht hier ein bisschen aus wie ein Friedhof. Sucht nach Überlebenden, tiefer. Ja, vor allem muss ich dafür in der Höhle gehen. Ob ich das jetzt noch... Ach, ich mach das jetzt einfach. Die Hauptquest kann warten. Die Quest hier scheint minimal unter niedriglevelier zu sein, als die Quest, die ich vorher mache. Die wurden also in diese lustige, in diese verlassene Höhle geschleppt. Ah, nee, ein Spieler. Ich dachte schon, oh. Meva, geht es euch gut? Hä? Alter, was hat der denn für eine fette Rüstung? Der ist Level 21. Was ist denn hier los? Wo kommt er vor eigentlich schon wieder her? Ich benötige Hilfe. Dafür sitzt sie aber gerade ziemlich ruhig. Hallo, Meva. Bitte, holt mich hier raus. Ich habe gesehen, was sie den anderen angetan haben. Es ist ein schlimmeres Schicksal als der Tod. Ja, und was genau? Wir kämpften gegen die Wurmkultisten in der Mitte von Gilvartal, unter dem hohlen Baum. Der dunkle Anker, der über uns aufragte, wimmelte von Daedra. In riesigen Scharen, wie auch bei anderen, die wir zuvor gesehen hatten. Doch es dauerte nicht lange, bis wir bemerkten, dass irgendetwas hier anders war als sonst. Und was? Wir konnten ihm nichts anhaben. Nichts, was wir taten, zeigte Wirkung. Überall dort erfasste uns dieses Gefühl. Ein Schaudern lief uns über den Rücken. Es war seine Präsenz. Noch von damals, als er vor all diesen Jahren die Seelen von Gilvartal erntete. Sie stärkt jetzt irgendwie den dunklen Anker. Ja, und das sind, wie machen wir das jetzt? Hier wurden widerwärtige Maschinen in den Boden gerammt. Die Wurmkultisten nennen sie die Reißzähne des Chaos. Sie scheinen die verbleibende Magie von Molag Baals Präsenz in den Anker zu leiten. Aris hat versucht, einen von ihnen zu vernichten. Doch schon nach dem ersten Hieb, den er gegen die Maschine führte, war er tot. Das klingt in der Tat jetzt nicht so besonders vorteilhaft. Wie können wir die jetzt vernichten? Ich weiß es nicht. Wenn sterbliche Waffen wirkungslos sind und wenn selbst die verheerendste Magie scheitert, welche Hoffnung könnten gewöhnliche Sterbliche dann haben, gegen den Fürsten der Intrigen zu bestehen? Pff, ich weiß nicht, ich dachte, wir machen uns jetzt einen Kopf und dann klappt das. Ja, das anscheinend nicht. Ja, denn Ordinator Dingsbums... Macht euch keine Sorgen, Meva. Ich werde euch sicher von Unsinn. Hier fortbringen. Ihr und eure Freundin hier müssen den dunklen Anker zerstören, sonst sind die anderen umsonst gestorben. Ist das jetzt die einzige Überlebende? Das ist natürlich ihr klasse. Stellt euch selbst immer an letzten... Mivas Erzählung von den Reißzähnen bringt mich auf eine Idee. Aha. Möchte er nicht mal seine lustige Maske absetzen? Die Reißzähne. Jetzt ergibt alles Sinn. Die gesegnete Almalexia hatte eine Vision darüber, dass der Fürst der Intrigen seine Zähne in den Boden von Gilvartal geschlagen hat. Die Reißzähne, die sie in der Vision sah, müssen die Geräte sein, die Meva beschrieben hat. Ich frage mich übrigens, ob das an sich ein netter Kerl ist, wenn er sein ganzes Religionszeug da nicht die ganze Zeit rüberlabert und einmal Lexia in den Himmel lobt, ob er dann halbwegs umgängig ist oder ob der irgendwie an sich auch eine Klatsche weg hat. Ja, hat sie eventuell auch eine Vision, ob man die Dinger kaputt macht? Habt ihr jemals gesehen, wie eine Göttin weint? Nö. Es ist ein schrecklicher Anblick. Ein solch vollkommenes Antlitz, verunstaltet durch so viele Tränen. Almalexias Tränen für Gilvartal erstarrten zu einem wunderschönen Edelstein, der mit all ihrem Zorn auf den Ernter der Seelen erfüllt war. Und ich hoffe, du hast aus diesem wundertollen Kristall irgendwas gebaut. Eine Göttin leidet niemals ohne Sinn. Der Edelstein kann die Reißzähne des Chaos vernichten. Die gesegnete Almalexia hat mich gewarnt,
dass kein Sterblicher den Edelstein führen könnte, ohne von seinem Zorn vernichtet zu werden. Sie sagte mir, dass ich auf die Seelenlose warten soll. Jene, die nicht sterben kann. Auf euch. Moment mal, das ist Kanon, dass ich nicht sterben kann, dass ich immer wieder auferstehe? Ah, ich dachte, das wäre einfach nur so ein komisches Ding, was keiner beachtet. Ich meine, in Borderlands ist es zum Beispiel... Also Borderlands, ihr kennt das, Korbspiel, das muss ich euch sehr empfehlen. In Borderlands ist es ja absolut nicht Kanon. Also wenn du da stirbst, dann... die gehen einfach davon aus, dass du nie stirbst, wenn du das Spiel eigentlich durchspielst. Das ist einfach... Das Wiederbeleben ist halt einfach ein Element, was nicht drin ist. Das ist... Das habe ich jetzt gar nicht gerafft. Das ist halt tatsächlich... Es ist tatsächlich geschichtlich erklärt, dass ich nicht sterben kann. Cool. Ja, was soll ich jetzt genau machen, außer das Ding da voll ist mit gegenhauen? Nehmt die Träne von Almalexia. Doch. Vernichtet die Wurmkultisten. Ihr Blut wird ihren Zorn erwecken. Sobald der Zorn meiner Göttin aus dem Edelstein befreit wurde, kann sich ihm nichts widersetzen. Nicht einmal die Reißzähne des Chaos. Ich werde an eurer Seite bleiben und diese Sache bis zum Ende durchstehen. Yay. Na denn. Ich schaffe es allein bis ans Ufer. Ihr werdet zweifellos für reichlich Ablenkung sorgen. Ja, gut, also ich brauche jeweils drei Feinde für einmal Power? Ach. Das... Schneit das hier? Also ja, ich sehe übrigens gerade nicht so richtig viel von so einem lustigen Portal, was ja angeblich sein soll. Wo Wurmkult Nekromantin? Also scheinbar gibt es immer eine halbwegs gute Frauenquote hier bei dem Wurmkult. Das ist ja nicht viel wert. Also ich muss aber tatsächlich Feinde töten, ne? Und ich... Alter. Die nehmen ja richtig Schaden. War ich das gerade, dass ich da so viel Schaden gemacht habe? Das war ja gerade heftig. Wann mache ich denn so viel Schaden? Vorne komisches Skelett. Habe ich irgendwie zwischendurch Power abgekriegt? Die haben auch sonst immer nicht so viel gefressen. Bin ich auf einmal Kralle des Drachen? Was habe ich denn jetzt schon wieder gefunden? Ja klar, Teil des Sets Akavirische Drachengarde. 1 von 5. Ist klar und ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, das lege ich hier schön auf meinen zweiten Ding, sobald ich Level 20 bin. Ha! Einfach aus Gnatz, dass ich hier tolle Set-Gegenstände finde und alle anderen Leute nicht. Ja, lächerlich. So, wo ist denn jetzt hier eigentlich so lustige Anker? Ich glaube, ich habe davon noch gar keinen gesehen, oder? Das sind die Dinge da oben. Wie viel gibt's denn davon? Gibt's da irgendwie ein Kartendings? Ach, gut. Also zumindest nähern wir uns einen Anker, das ist ja schon mal viel wert. Dum-dum-dum-dum. Ach, das sind die Anker. Das ist jetzt ein bisschen Verschwendung. Hätte mir ja gleich einer gesagt, dass da Leute rumstehen. So. Ach, das ist ja ein Nahkämpfer. Ups. Was? Flankieren? Wer soll denn hier flankieren? Der komische. Der Assassine, der hier immer noch auf dem Boden liegt. Und schon wieder auf dem Boden liegt. Der ist auch ungeschickt. Ah, jetzt kann ich hier einfach. Ach so. Also, da fand ich die anderen Anker übrigens deutlich. Wahrscheinlich war das erste Design für die Dinger. Und dann haben sie sich für diese Portale zum nach Oblivion. Und dann haben sie sich wahrscheinlich was überlegt, was dramatisch aussehen, haben dann die Dinger gemacht, die tatsächlich ein bisschen nach Anker aussehen. So, toll. Jetzt ist nämlich das ganze Blut, was ich bis jetzt angerichtet habe, war total umsonst, obwohl ich 5 Gegner hatte. Ich kann das nicht overchargen. Ja, wäre Englisch hier, aber. Ja, hier, guck mal, hier stehen zum Beispiel direkt 4 Stück rum. Da muss ich gar nicht mehr töten. Die versorgen mich direkt mit der Energie, die ich für meinen lustigen Anker brauche, ohne dass ich mich großartig anstrengen muss. Ist doch voll gut. Zack, und eine Leinenschärpe haben sie auch noch bei gehabt. Und ich kann direkt das Ding zumachen. Ohne Probleme. So, war das jetzt der einzige hier oben? Gut, die anderen beiden müssen unten sein. Von der einen stand ich ja vorhin schon rum. Oh. Das sah so aus, als hätte er irgendwie einen Skyshot aus dem Skelettverwüster rausgeholt. Wo waren das jetzt hier? Ich stand da hier schon vor so einem Ding rum. Ist das echt auf der anderen Seite der Brücke? Ja, wie? Der Schnee irritiert mich. Ist es gar kein Schnee? Was auch immer, es irritiert mich. Jetzt fehlt mir doch noch ein Gegner, oder? Ja, Rick. Weil da nur 2 stehen. Weil die Skelette scheinbar auch... Weil die Skelette scheinbar auch besser sind als die Kultisten selbst. Na gut, die Kultisten selbst sind doch nur Magier. Und halt ein paar Assassinen. Warum immer die so eine Assassinentruppe haben. Das ist jetzt eine Frage, die jetzt weniger geklärt wurde. Aber trotzdem, ich brauche noch ein Opfer. Ich brauche nur ein Opfer, nicht 3, verdammt. Haben wir hier nicht irgendwo noch ein Einzel rumstehen? Na komm, da hinten ist ein einzelnes Skelett. Ich glaube, das ist wirklich nur ein Skelett. Das macht es natürlich einfacher. Bam, 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 bam. Ha. Das geht ja nicht relativ fix hier mit den Tränen von einmal nichts. Das mache ich jetzt auf jeden Fall noch schnell durch. Das geht wirklich schneller als gedacht. Dum, 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 dum. Wie sieht eigentlich das tolle Ding aus, das ich von... Ach, das ist wirklich eine Träne. Ich dachte, das Ding wäre, wie wir wissen, eine schmucke Waffe eingearbeitet oder sonst was. Ich halte quasi die Träne einfach nur ran und dann geht's los. Das ist eigentlich ein bisschen wenig
wenig spektakulär. Aber zumindest bewachen sie die Dinger hier nicht großartig, weil sie wahrscheinlich wissen. Alter, was ist denn hier los? Weil sie wahrscheinlich wissen, dass die Dinger prinzipiell nicht unzerstörbar sind. Wie gesagt, die Gegner, die ich hier gerade habe, die stecken gerade alle ganz schön ein. Also wirklich dolle. Und vor allen Dingen haben jetzt alle Gegner schon 3 Gold bei. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. So, ich hoffe übrigens, er lässt jetzt nicht so einen Satz von sich. Schalt den dunklen Anker aus. Ach so, ich muss hier noch... Wo ist denn das Ding jetzt? Wie jetzt? Ach, jetzt muss ich hier noch in den Baum rein. Na gut, das mache ich dann am besten in der nächsten Folge. Denn würde ich sagen, sehen wir uns bis dahin. Nicht mehr. Weil wir sehen uns ja erst in der nächsten... Ach, das ist der Anker, das ist ja schön. Ja, das mache ich. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich noch ein kleiner Kampf. Bis dahin, macht es gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich würde mich selber einen Kommentar und oder zum Beispiel einen Daumen hoch oder sogar ein Abo freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.